Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, die Bundesregierung legt ein Mandat mit zwei Aufträgen vor. Das wurde jetzt schon mehrfach so benannt. Erstens die Ausbildung und Ertüchtigung der irakischen Armee und zweitens die Fortsetzung des Anti-IS-Kampfes, interessanterweise ohne den IS. Zunächst mal zur Ausbildung im Irak. Es war so, dass 2014 die Kurden im Nordirak ausgebildet und bewaffnet wurden, um sich gegen den IS wehren zu können. Nachdem die Kurden das geschafft hatten, verselbstständigten sich die Kurden etwas zu sehr. Stichwort Referendum im September. Es kam zu einem Konflikt mit der Zentralregierung, bei denen auch deutsche Waffen auf kurdischer Seite eine Rolle gespielt haben. Die Reaktion der Bundesregierung darauf war erstaunlich einfältig. Die sieht nämlich so aus, dann bildet die Bundeswehr eben künftig neben den Kurden auch die irakische Armee aus. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn es an einer Sache in der Region nicht fehlt, dann sind es Waffen und Bewaffnete. Das Ausbildungsmandat selber ist sehr vage gehalten. Es ist nicht klar, wo ausgebildet werden soll, wer ausgebildet werden soll und ob nach den Parlamentswahlen am 12. Mai überhaupt weiter ausgebildet werden kann. Zwar will die Bundesregierung nicht diese paramilitärischen Volksmobilisierungseinheiten ausbilden. Die irakische Regierung hat ja angekündigt seinerzeit, dass sie diese Volksmilizen integrieren will in die irakische Armee. Aber niemand weiß genau, wie das vonstatten gehen soll, welchen Integrationsgrad sie bekommen soll. Da war auch der Besuch in Bagdad, den wir vor zwei Wochen hatten, nicht unbedingt erhellend. Das heißt, die Bundesregierung kann gar nicht festlegen, wie sie verhindern will, dass eine direkte oder indirekte Ausbildung genau dieser Milizen stattfindet, zumal das Programm Train to Trainer diese Sache noch mal erschweren dürfte. Kurzum, die Bundesregierung legt im Bundestag einen Blankoscheck für ein Mandat vor, was wir so nicht unterschreiben können. Es ist eine Zumutung für den Deutschen Bundestag. Nun zum zweiten Teil des Mandates, der Anti-IS-Einsatz ohne IS. Wenn der IS doch territorial nicht mehr existiert, weil er besiegt wurde, sehr geehrte Damen und Herren, dann frage ich mich, was durch Aufklärungstornados denn aufgeklärt werden soll? Etwa die Truppenbewegung der syrischen Armee oder die der kurdischen Kräfte? Eins ist auch deutlich geworden, seitdem der IS besiegt wurde. Es gibt einige NATO-Staaten, die mit Waffengewalt derzeit die Souveränität und Staatlichkeit Syriens zerschlagen. Ein Mitgliedsland der UNO. Syrien hat derzeit den Charakter einer Torte. Eine Torte, an der sich alle bedienen, sofern es NATO-Staaten sind, straffrei bedienen können, und zwar territorial. Die USA haben mittlerweile im Osten des Landes über 10 Militärstandorte geschaffen, gegen den Willen der syrischen Regierung. Die Türkei hat gegen den Willen der syrischen Regierung in Nordsyrien eingefallen. Wir sehen ja gerade die Bilder aus Afrin. Nach anfänglichen Spannungen zwischen den USA und der Türkei bezüglich der Kurden zeichnet sich jetzt eine Einigung zwischen den beiden, zwischen den USA und Türkei, ab. So berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu heute Mittag, ich zitiere, die Türkei hat eine härtere Gangart gegenüber den kurdischen YPG-Milizen angekündigt. Sollte es keine dauerhafte Verständigung mit den USA über die Kurdenhochburg Manbij in Syrien geben, so der türkische Außenminister von heute Mittag. In beiden Fällen, sehr geehrte Damen und Herren, handelt es sich um einen Völkerrechtsbruch durch NATO-Staaten, hier die USA und die Türkei. Und was sagt die Bundesregierung? Altbekanntes Schweigen im Falle der USA und eine bescheidene Kritik im Falle der Türkei. Die nur vage Distanzierung von Frau Merkel gestern wird keine Folgen für das deutsch-türkische Verhältnis mit sich ziehen. Die Rüstungskooperation und Export gehen weiter wie gewohnt. Ich möchte nur daran erinnern, sehr geehrte Damen und Herren, dass vor einer Woche alle Fraktionen, inklusive der regierungstragenden Fraktionen hier, den Angriffskrieg der Türkei auf Syrien als Völkerrechtsbruch klassifiziert haben. Die Regierung weigert sich aber, genau diese Feststellung zu treffen. Es wäre an Ihnen, Frau Nahles und Herr Kauder, Ihre Abgeordnetenkollegen in der Regierung zu disziplinieren. Aus Sicht der Linken gibt es kein vernünftiges Argument für den Anti-IS-Mandat und für das Ausbildungsmandat, aber jede Menge vernünftige und rechtliche Gründe dagegen. Ich danke Ihnen. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Tobias Lindner, Fraktion.